Hallo, hallo. Eine zweite Episode hier live aus Sardinien. Diesmal aus meinem wundervollen Mobile Home. Und damit der Wind nicht so donnert, bin immer noch am gleichen Strand. Ja, was erlaubst du dir alles? Was darfst du eigentlich? Was darfst du eigentlich? Hast du dir diese Frage schon gestellt? Was darf ich? Und diese Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil oft kommen einfach nur die Informationen, oh, das darf ich nicht, das darfst du nicht, das geht so nicht, das ist nicht möglich, das kann so nicht gehen. Wir sind immer in diesem Modus, auf diesem Modus sind wir absolut automatisch programmiert. So geht es nicht, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Wir sind die ganze Zeit auf der Suche quasi nach unseren Begrenzungen, nach den Orten, wo es nicht weitergeht. Und wenn du jetzt erkennst, dass du das zu deinen Gunsten nutzen kannst, dann bist du schon mal riesengroß gewachsen. Was darfst du nicht? Das darf ich nicht. Hier darf ich nicht. So darf ich nicht sein. Das darf man nicht mal denken. Kennst du das? Das darfst du nicht mal denken, weil sonst was Böses passiert, weil sonst was Schlimmes passiert, weil sonst Konsequenz droht, weil sonst Strafe droht. Wo erwartest du überall Bestrafung? Es sind alles die Dinge, die du dir nicht erlaubst. Und genau dort liegt vielleicht das, was du wirklich willst. Das, was du wirklich willst, ist vielleicht mit einer Strafe besetzt in deiner Vorstellungswelt. Du glaubst, es gibt eine Strafe, wenn du dir eingestehst, was du wirklich willst. Was du wirklich, wirklich willst, wie du wirklich leben möchtest. Was dein wirklicher Lebensstil ist. Schau mal dahin, was du dir nicht erlaubst, was nicht möglich ist. Und es können ganz, ganz kleine Sachen sein. Das können sogar nur Gedanken sein, die du dir nicht erlaubst. Und das sind diese Blockaden. Wir wollen Blockaden lösen. Blockaden heißt, es sind Dinge, meistens sind es eben Gedanken, Vorstellungen und Überzeugungen, die einen gewissen Wunsch nicht zulassen. Und diese Blockaden zu finden, ist eigentlich ganz einfach. Du bist aufmerksam und schaust mal, was du dir alles verbietest. Wir sind so konditioniert auf diese Verbote. Das darf man nicht. Darüber darf man nicht lachen. In der Situation darf man sich nicht freuen. Da darf man doch nicht positiv in die Welt schauen, wenn alles so schlimm ist. Wir dürfen keine Kinder mehr in die Welt setzen. In diese Welt, diese unsichere Welt. Die Menschen haben die Welt unsicher gemacht. Ja, wir haben die Welt unsicher gemacht, weil wir von einer unsicheren Welt ausgehen. Weil wir davon ausgehen, dass die Welt selber geschieht, weil andere diese Welt zu dem machen, was sie ist. Und nicht wir erkennen, dass wir jeden Moment unser Leben, unsere Welt zu dem machen, was sie wirklich ist. In meinen Coachings sprechen wir ganz klar darüber, über Deutungshoheit. Wir haben die Deutungshoheit jeder Situation. Wir haben die Deutungshoheit. Wir dürfen deuten, was wir wollen. Wir dürfen die Dinge so deuten, so beurteilen, dass sie uns weiterbringen. Erlaubst du dir das? Erlaubst du dir das immer mehr? Das ist Wachsen. Das ist wirklich in deine Göttlichkeit, in deine göttliche Wahrheit einzutreten. Weil diese Deutungshoheit hast du jeden Moment.
Und hier alles, was du jemals gelernt hast, was du jemals gedacht hast, was wahr ist, was du gedacht hast, was an Konventionen ist, was du gedacht hast, was dir Liebe bringt, was du gedacht hast, was dir Unterstützung bringt, was dir Geld bringt. Gleichzeitig hast du eben gedacht, was dir kein Geld bringt. Gleichzeitig hast du gedacht, was dir keine Unterstützung bringt. Gleichzeitig hast du Überzeugungen, was dir keine Liebe bringt. Geh dorthin, schreib's dir auf, schau's dir an, wo diese ganzen Begrenzungen sitzen und überprüfe sie auf ihren Wahrheitsgehalt. Und wie kannst du das machen? Du weißt, dass deine Deutungshoheit, deine göttliche Kraft, deine göttliche Power ist. Und da ist nichts mit Anstrengung übrigens. Da ist die Leichtigkeit. Daher kommt die Leichtigkeit, die du suchst. Dass du die Dinge, dass du dich, dass du dein Leben, dass du deine Situationen so deuten darfst, dass es für dich gut ausgeht. Dass es für andere gut ausgeht. Dass es für dein Leben gut ausgeht. Du deutest den ganzen lieben langen Tag alles. Du bist eine Deutungsmaschine. Du gehst rum. Ist es gut? Ist es schlecht? Ist es schön? Bringt mir das was? Fühlt sich das gut an? Deute die Dinge ausschließlich, dass sie für dich sind. Alles. Alles, was du siehst. Alles, was dir ins Auge fällt. Und wenn es dir auf den ersten Blick vielleicht so erscheint, dass es nicht schön ist, dass es nicht förderlich ist, dann erlaube dir, den nächsten Gedanken zu sagen, wie könnte ich es sehen, wie könnte ich es deuten, wie könnte ich es beurteilen, so dass es mir dienlich ist. Das braucht Übung, das kannst du nicht von heute auf morgen. Aber das ist eine Sache, die du unbedingt lernen musst, wenn du den Weg zu deinen Wünschen, zu deinen Träumen finden willst. Wenn du dich führen lassen willst, dann ist es dieser Pfad der Brotkrüme, der dich dorthin führt, zu deinem Traumleben. Und dann deutest du scheinbare Hindernisse als Steinchen für deinen Pfad, als Pflastersteine deines Pfades. Du deutest es einfach um. Und schon ist jedes Hindernis weg. Weil alles entsteht in deiner Vorstellung. Du bist Schöpfer deiner Realität. Lass dich nicht irritieren über das Außen. Lass dich nicht irritieren über das, was du siehst auf den ersten Blick. Schau zweimal hin, schau dreimal hin. Schaue so lange dorthin und bis du es so umdeuten kannst, dass es ein Geschenk für dich ist, ein Pflasterstein auf deinem Weg zu deinem Wunsch, zu deinen Wünschen, zu deinem Wunschtraum. Jeder Wunsch, den du hast, ist ein Versprechen. Ein Versprechen, dass es für dich möglich ist, diesen Wunsch zu erleben. Das ist Deutungshoheit. Weil ich Schöpferin bin, weil du Schöpfer, Schöpferin bist deines Lebens und du erschaffst, das weißt du, mit deiner Aufmerksamkeit. Und deine Aufmerksamkeit dorthin zu lenken, wo es schön ist, in den Momenten, wo es schlecht ist, machst du durch eine Umdeutung der Situation. Das hat dir vielleicht so klar noch niemand gesagt. Schau, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Ja, und deine Aufmerksamkeit, die folgt den Triggern. Und da, wo du getriggert wirst, ist deine Aufmerksamkeit, bam, festgenagelt. Und wie kriegst du sie dort weg? Indem du die Situation, das, was du siehst, auf das, was du aufmerksam bist, im Moment umdeutest. Und dann ist es ja super. Deine Aufmerksamkeit ist da, wo du es haben willst. Einfach nur, weil du das Außen, das, was du siehst, umgedeutet hast. Und nicht, weil du rumirrst wie ein schnüffelnder Hund, so. Wo ist das Zeug, das ich will? Wo ist das Zeug, das ich will? Das ist überall da, wo meine Aufmerksamkeit hingezogen wird. Bam,
Da siehst du es. Als erstes ist es ein Trigger, als erstes ist es eine Blockade. Du deutest die Sache um und schon fließt es wieder. Schon geht es wieder weiter. Schon ist das Leben für dich und schon gehst du Richtung Wünsche und Träume. Kannst du dir das erlauben zu tun? Kannst du hier in deine herrschaftliche Position, deine Schöpferposition, deine Wahrheit eintreten und das tun für uns alle und so das Leben schöner zu machen für dich und für alle? Das ist doch geil, es ist so einfach. So einfach, wenn du es mal rausgefunden hast. Und solche Tools bekommst du von mir am laufenden Band in meinen Programmen. Solche Übungen bekommst du, bis es sich internalisiert hat, bis es so klar ist, bis es das Normalste ist, bis du nicht mehr reagieren musst auf Zeug, das dir nicht gefällt, sondern sagst, oh geil, eine neue Übungsfläche, eine neue Möglichkeit umzudeuten, die Welt schöner zu machen, die Welt besser zu machen. Hurra! Und schon habe ich es geschafft. Schon ist es wieder ein Stückchen besser. Schon ist die Welt wieder ein Stückchen schöner durch mich, weil die Welt entsteht durch mich, für mich, in mir, in meiner Vorstellung, in meiner Schöpfung. Alles ist für mich nur das, was es für mich sein kann. Also habe ich komplette Autorität. Ich bestimme mein Leben, indem ich bestimme, wie ich die Dinge deute. Und dann bin ich Schöpfer. Ja, ihr Lieben, so geht Schöpfung. Ganz, ganz liebe Grüße aus Sardinien noch. Und nehmt euch das zu Herzen. Übt, übt, übt. Lasst euch begleiten. Sucht euch Hilfe. Sucht euch, holt euch ein, einfach nur eine 4-stündige Unterstützung von einer Mentorin. Sie sind so genial. Die sind so genial. Ich lasse mich von meinen Mentoren coachen. Weil auch mir begegnet Zeug. Und jetzt habe ich tolle Frauen, die mir helfen, diese blinden Flecken, diese Sachen, wo ich vielleicht gerade nicht den Eintritt finde in meine Deutungshoheit, in mein Königsein, die helfen mir, das wieder zu finden, mein Standing zu finden. Und dann geht es weiter. Und ich komme weiter meinem Traumleben entgegen. Weiter, 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 immer weiter. Und ich habe diese Möglichkeit auch für dich. Nutze sie. Oder komm gleich ins Programm, die Frau, die alles hat. Es ist einfach so geil, diesen Lifestyle zu haben. Diesen Schöpferinnen-Lifestyle, diesen Königinnen-Lifestyle. Diesen Lifestyle für das, was ich wirklich hier bin. Und das ist die Wahrheit. Und wenn du das hörst, dann weißt du, dass es stimmt. Du weißt es, du fühlst es, du spürst, dass das die Wahrheit ist, die auch für dich gilt. Also, einen wunderschönen Tag. Tschüssi.